Dieser Song wird geknallt und intrigiert. Gleich California Clan bei TM3. Hallo. Julia. Sind Sie auf der Suche nach Cruz? Ja, stimmt, das bin ich. Cruz ist im Krankenhaus. Er wollte sehen, wie es Laura Escher geht. Wird er bald wieder zurück sein? Es ist sehr wichtig, dass ich ihn spreche. Ich hoffe, dass er gleich wiederkommt, Celeste. Wir müssen aufs Gericht. Gericht? Michaels Vorverhandlung findet statt. Ethan möchte jetzt offenbar keine Zeit mehr verlieren. Was? Und wie geht's Michael? Physisch geht's ihm gut. Emotional scheint es ihm weniger gut zu gehen. Ich glaube das einfach nicht. Das alles ist doch geradezu grotesk. Keine Frage, aber entscheidend ist, wie die Geschworenen das sehen werden. Und was ist eigentlich mit Laura? Es schwirren die wildesten Gerüchte durch die Stadt. Laura hatte einen schweren Unfall. Michael ist am Unfallort verhaftet worden und die Waffe, die er bei sich hatte, war die Waffe, mit der Mitchell getötet wurde. Michael hat Leo Mitchell nicht umgebracht. Genau das müssen wir dem Richter nachher erklären und das wird gar nicht so einfach sein. Wieso? Ich dachte, die Staatsanwaltschaft hätte nur Indizien. Nein, Ethan hat es mittlerweile fertiggebracht, einen Augenzeugen aufzutreiben. Okay, also schön. Könnte ich Michael sprechen? Das wird nicht so ohne weiteres gehen, Celeste. Sie lassen nur die engsten Familienangehörigen zu ihm und Cruz und mich nur, um über den Fall zu reden. Genau das wollte ich tun, über den Fall reden. Ich will helfen, Michael da rauszuholen. Das haben Sie ja schon versucht. Das Problem ist nur, dass wir Ihre Aussagen nicht benutzen dürfen, weil Sie damals unter Hypnose standen. Den unternehmerischen Coup des Jahres hat Robert Barr gelandet, indem es ihm gelungen ist, durch undurchsichtige Machenschaften die Kontrolle über Capra Enterprises zu erlangen. C.C. Capwell, der Patriarch dieses Familienunternehmens, konnte Übernahmeversuche in der Vergangenheit immer erfolgreich abwehren. Jetzt wird darüber spekuliert, ob seine Gesundheit vielleicht... Wie kommen Sie denn hierher? Ich bin Ihre Cousine aus Memphis. Wir haben 2 Minuten Zeit. Sagen Sie mir, wie geht es Laura? Hier drin erfahre ich gar nichts. Ich weiß es nicht. Ich bin selbst gerade erst aus San Diego zurückgekommen. Ich weiß nur, dass Cruz jetzt bei ihr ist. Dann tun Sie mir einen Gefallen. Fahren Sie jetzt sofort ins Krankenhaus. Erkundigen Sie sich nach Lauras Zustand und lassen Sie mir eine Nachricht zukommen. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Das wird vielleicht gar nicht mehr nötig sein. Wieso? Weil Sie möglicherweise schneller frei sind, als Sie denken. Was? Ich kann Ihnen die Einzelheiten im Moment nicht erklären, aber ich habe einen Plan. Ich weiß, dass Sie unschuldig sind, Michael. Aber ich weiß auch, dass Ethan Escher sich nicht so leicht geschlagen geben wird. Und ich hab satt, einfach nur daneben zu stehen und seinem Spiel zuzusehen. Ich werde sagen, ich war die Mörderin von Leo Mitchell. Sag der Polizei, dass... Michael... Laura! Laura! Oh mein Gott! Was ist passiert? Wir haben uns unterhalten und dann wurde sie ohnmächtig. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie hat eine Hirnblutung. Hier ist Dr. Donnelly. Bereiten Sie OP3 für eine Notoperation vor. Oh mein Gott. Schwester, bereiten Sie alles für eine Notoperation vor. Was? Werden Sie sie operieren? Hören Sie, Escher, ich habe es Ihnen doch bereits gesagt. Wir müssen den Druck von Ihrem Gehirn nehmen. Ich habe keine Zeit für lange Erklärungen. Pater Johannes, bitte kommen Sie sofort auf Station 13. Ich bin sicher, dass sie wieder gesund wird. Sie dürfen sich jetzt nicht verrückt machen. Sie hat nicht mehr geatmet. Ethan, Donnelly weiß genau, was er tut. Er ist ein hervorragender Arzt. Ich meine, wir hatten uns gerade unterhalten und... Ich dachte, das Schlimmste hätte sie jetzt hinter sich. Ja, ich sah sie reden. Hat Laura irgendwas sagen können? Ja, aber leider nicht sehr viel. Was hat sie gesagt?
Hören Sie, finden Sie es angemessen, jetzt über diese... Tut mir leid, ich muss Sie fragen. Es geht nicht nur um das Leben Ihrer Frau. Wenn sie etwas Wichtiges gesagt hat, würde ich es gerne erfahren. Sie können einfach nicht aufgeben, was, Cruz? Na? Erledigt? Ja, sicher. Das war eine Herzoperation mit Komplikationen. Früher hast du das weggesteckt. Tja, seit meiner Trennung von Celeste schlafe ich nicht besonders gut. Hast du Celeste eigentlich noch getroffen? Nein, nein, Heather. Wie du schon sagtest, wenn es endgültig aus ist, hat es keinen Sinn, sich weiterzutreffen. Ist es denn aus? Für mich schon. Und für sie? Wahrscheinlich. Sie ist zu Freunden nach San Diego gefahren, das hat sie jedenfalls gesagt. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ehrlich gesagt mache ich mir keine Sorgen wegen Celeste. Sie ist offenbar viel zäher, als wir immer dachten. Ich würde sagen, da irrst du dich gewaltig. Wir beide wissen, wie verletzlich sie ist, auch wenn sie immer versucht hat, es sich nicht anmerken zu lassen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Das hast du früher oft gesagt. Immer dann, wenn du die Wahrheit nicht hören wolltest, weil sie dir wehgetan hat, erinnerst du dich? Scott, ich weiß ja, dass es dir im Moment nicht sehr gut geht. Und ich verstehe auch, dass du jetzt versuchst, irgendwie damit fertig zu werden. Aber ich halte es für keine gute Idee, Celeste nachträglich runterzumachen. Das ist auch gar nicht nötig. Dafür hat sie schon vor langer Zeit selbst gesorgt. Entschuldige bitte, aber was du da gesagt hast, ist äußerst billig. Oh. Was ist? Nichts, gar nichts. Junior hat gerade ein Tor geschossen. Bist du dir da ganz sicher? Ja, ganz sicher. Tja, ich weiß nicht. Vielleicht setzen auch schon die Wehen ein. Das sind keine Wehen. Ich habe Medizin studiert. Ich denke schon, ich kann den Unterschied zwischen vorzeitigen Wehen und einem kleinen Tritt feststellen. Oh, ich muss jetzt gehen. Ich habe Patienten, die auf mich warten, okay? Heather? Ja? Ich bin der Vater des Kindes. Vergiss das nicht. Wie meinst du das? Dass ich mich verantwortlich fühle, und zwar mehr denn je. Das solltest du unbedingt wissen. Clark! Wieso hast du mir nicht gesagt, dass dein Vater hier ist? Er ist gerade erst gekommen. Ich habe ihn wegen Michael angerufen. Ich hatte keine Gelegenheit, dich zu warnen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas sagen würde, aber gut, dass Sie hier sind. Ich habe eine komplizierte Notoperation. Sie müssen mir assistieren. Dr. Dunne, keine Widerrede. Sie waschen sich jetzt die Hände. Ich warte auf Sie. Worauf wartest du noch? Los! Es funktioniert, Michael. Hören Sie, ich bin die Einzige, die jetzt noch in der Lage ist, Ihnen zu helfen. Aber das ist doch völlig verrückt. Nein, ich werde diesmal keinen Fehler machen. Was heißt das diesmal? Als ich in dieser Nacht die Waffe aus Ihrem Apartment holte, da wollte ich Ihnen nur helfen. Was haben Sie getan? Ich habe die Waffe am Strand vergraben. Ja. Mein Gott, wieso haben Sie... Das fragen Sie, weil ich Ihnen helfen wollte, Michael. Ich hatte Angst. Als ich in dieser Nacht am Strand war, Leo sah und den Schuss hörte, geriet ich in Panik. Ich war völlig durcheinander. Ich konnte nicht an, dass die Polizei die Waffe finden würde. Ja, was dachten Sie denn? Aber ich kann doch meinen Fehler wieder gut machen. Hören Sie. Ich werde zur Polizei gehen und den Mord an Leo gestehen. Ich werde ein bisschen rumweinen, das fällt mir zu. Nein, wie kommen Sie auf diese Idee? Das ist völliger Unsinn. Das glaubt Ihnen kein Mensch. Das ist völlig verrückt. Wieso denn? Überlegen Sie mal. Es ist doch nichts Neues, wenn eine Nutte ihren Zuhälter umbringt. Nein, das ist auch keine Lösung. So einfach geht das nicht, Celeste. Natürlich, aber sicher. Einer Nutte trauen die alles. Verstehen Sie doch, das ist kein Spiel. Ein Stückdreck bringt ein anderes um. Ganz einfach. Hier geht es um einen Mord. Sie werden dafür ins Gefängnis gehen. Und wenn schon, nur für ein paar Jahre. Irgendwann werden Sie den wahren Täter finden und dann werde ich freigelassen. Kommen Sie auf die Idee, weil Sie denken, Sie verdienen eine Gefängnisstrafe als Buße für irgendetwas. Ich verdiene das Gefängnis jedenfalls mehr als Sie. Das ist doch... Ich danke Ihnen, dass Sie mir helfen möchten. Aber wenn Sie meinen, Sie müssten für irgendetwas Buße tun, dann finde ich das einfach grotesk. Ich werde nicht daneben stehen und zusehen, wie Ethan Asher versucht, Ihnen einen Mord anzuhängen, den Sie gar nicht begangen haben. Auf keinen Fall. Er will Sie fertig machen und ich kann ihm die Tour verlassen. Auch wenn es funktionieren könnte, würde ich es nicht zulassen. Unser Justizsystem ist nicht perfekt, aber es ist die einzige Hoffnung auf Gerechtigkeit in einer ungerechten Welt. Gerechtigkeit? Soll das etwa ein Witz sein?
Sie sind Priester gewesen. Sie haben ihr ganzes Leben versucht, anderen Menschen zu helfen. Und jetzt werden sie eingesperrt wie eine gefährliche Bestie. Ich war eine Nutte und Sie waren ein Kind Gottes, wie wir alle. Und auch Sie wollten Gutes tun. Auch wenn Sie hin und wieder den rechten Weg verfehlt haben. Ja, bitte. Sehr produktiv. Läuft denn heute kein Zeichentrickfilm? Die Röhre ist explodiert. Oder Mr. C.C. Catball ist explodiert. Red keinen Unsinn. Ich bin bekannt für mein moderates Temperament. Ist das dein Ernst? Gleich hörst du die ehemalige Mrs. Catball lachen. Ich werde dir etwas erzählen, was dich wahrscheinlich amüsieren wird. Ich habe dir doch vorgeworfen, dass du nicht souverän genug warst, dich mit der neuen Situation anzufreunden und dass du dich in völlig unnötige Rückzugsgefechte verstrickt hast. Ich habe genau dasselbe getan. Ach ja? Ich habe mich heute fast mit Gina geschlagen, als sie plötzlich in meinem Büro aufgekreuzt ist. Das ist nicht dasselbe, niemals. Sich gegen Barr zu wehren ist nobel. Gina zu schlagen ist für mich Tierquälerei. Und ich dachte, ich würde hier die kläglichen Reste eines sterbenden Kriegers antreffen. Offensichtlich hast du die Niederlage gut überstanden. Ach, ich durchlaufe nur die 5 Stationen des Todes, fürchte ich. Wut, Schmerz, Angst, Verdrängung. Und die letzte, die du ausgelassen hast? Akzeptanz. Verstehe. Die Frage ist, wie soll es jetzt weitergehen? Ich habe früher oft gemeint, dass das Unternehmen mich ruiniert. Dass es mein Leben ruiniert. Und das ist falsch. Es war das Ticket in meine Unsterblichkeit. Deinen Platz in den Geschichtsbüchern hast. Als unmöglicher Ehemann, das war's. Darauf wolltest du doch hinaus, oder etwa nicht? Sag mir nicht ständig, worauf ich hinaus wollte. Was ist nur los mit uns? Warum sind wir so niedergeschlagen? Ist uns denn irgendetwas verloren gegangen, was wir wirklich gebraucht haben? Doch wenn nicht, wieso bringt uns die neue Lage so aus dem Konzept? Ich meine, ist das denn wirklich so schlimm? Im Grunde waren wir jahrelang Gefangene des Unternehmens. Jetzt sind wir frei. Du hast recht. Wir sind frei. Ja. Und was werden wir jetzt anfangen? Omi spielen. Pinzette. Sie sind immer noch gut. Danke. Ich dachte, man hätte Ihnen eine Stelle in New York angeboten. Das dachten Sie? Wie soll ich denn das verstehen? Tupfer. Sie erfahren, dass Heather und ich in einen Rechtsstreit verwickelt sind? Den Sie angefangen haben, nicht Heather. Und kurz darauf bietet man mir einen lukrativen Job an der Ostküste an. Ist doch klar, wer dahinter steckt. Sie. Und wenn es so wäre? Halten Sie es für eine Beleidigung, wenn ein renommiertes Krankenhaus in New York Sie einstellen möchte? Durchaus nicht, aber aus der Stadt geworfen zu werden, auf welche Art auch immer. Sie können von Glück sagen, dass ich nicht zu ganz anderen Methoden gegriffen habe. Skalpell. Ein anständiger Mann verlässt keine schwangere Frau. Das sollten Sie wissen, Clark. Es geht Sie zwar nichts an, aber was Sie da sagen, stimmt einfach nicht. Heather und ich haben uns getrennt, bevor ich wusste, dass sie schwanger war. Und als ich es erfahren hatte, habe ich ihr sofort meine Hilfe angeboten. Erst nachdem sie meine Hilfe zurückgewiesen hatte, bin ich zu einem Anwalt gegangen. Das Einzige, was ich will, ist, am Leben meines Kindes teilnehmen zu dürfen. Aber Heather will nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich sehe das Problem nicht ganz. Heather liebt sie doch noch immer. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie wissen, worüber sie reden. Und bei allem Respekt, Sir, ich finde, das ist nicht der richtige Moment, um darüber zu streiten. Wir sollten uns jetzt lieber... Was? Über das Wetter unterhalten, Dr. Clark? Nein. Wir sollten uns auf die Operation konzentrieren.
Ich habe keine Konzentrationsschwierigkeiten. Meine Hände kennen diesen Operationsvorgang in- und auswendig. Also, unterstellen Sie mir nicht... Ich unterstelle gar nichts. Ich wollte Sie lediglich... Sie überschreiten Ihre Kompetenzen, Doktor. Ich habe es nicht nötig, mich von einem Grünschnabel belehren zu lassen. Also sparen Sie sich Ihre Kommentare. Fahren Sie bei ihr? Wie geht's ihr? Sie wird noch operiert. Hören Sie, Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen zu machen. Ihre Chancen sind nicht übel und Ihr Vater macht den Eingriff. Gut, als Chirurg jedenfalls ist er ausgezeichnet. Das meine ich auch. Laura ist in guten Händen. Und von wem erfahre ich, wie die Operation ausgegangen ist? Sag Ihnen Bescheid, wenn ich etwas weiß. Und was ist, wenn man vergisst, Sie zu benachrichtigen? Was halten Sie davon, wenn Sie sofort ins Krankenhaus fahren das und anschließend hierher kommen? Ich habe in ein paar Stunden eine wichtige Verhandlung und ich muss mich noch vorbereiten. Ich finde, das ist ein Grund mehr, bei ihr zu sein, wenn sie aufwacht. Aber ich glaube nicht, dass sie sofort aufwacht. Sie lag im Koma. Das scheinen Sie offenbar zu vergessen. Natürlich wird sie nach der Operation aufwachen. Und dann werden Sie ihr sagen, dass ich sie liebe und sie brauche. Wenn sie erfährt, wie verzweifelt meine Situation ist, dann wird sie die Wahrheit erzählen. Das weiß ich. Sie hat versucht, irgendwas zu Ethan zu sagen. Das habe ich deutlich erkannt. Sie ist aufgewacht. Nur für ein paar Sekunden. Was hat sie gesagt? Ethan ist der Einzige, der es weiß und der redet nicht. Selbstverständlich nicht. Dieser Mistkerl hat sie doch von Anfang an rücksichtslos manipuliert. Er hat Leo erschossen und sie hat ihn dann später aus falsch verstandener Loyalität gedeckt. So war's. Tja, es wird so ziemlich alles davon abhängen, was Laura aussagt, wenn sie wieder gesund ist. Warum bringen Sie Ethan nicht zum Reden? Soll ich die Wahrheit aus ihm rausprügeln? Ja, notfalls müssen Sie die Wahrheit aus Ethan rausprügeln. Er hat Leo getötet, das weiß ich ganz genau. Es tut mir leid. Ist ja schon gut. Ich kann Sie gut verstehen. Würden Sie bitte ins Krankenhaus fahren und bei ihr sein, wenn sie aufwacht? Bitte, Cruz. Ich versuch's. Danke. Tut mir leid, dass ich Sie hier nicht rausholen kann. Wir sehen uns später. Okay. Der Blutdruck sinkt. Mehr Dopamin. Okay. Sinkt immer noch. Das EKG spielt verrückt. Geben Sie 100 Milligramm Lidocain und eine Dauerinfusion mit 3 Millilitern pro Minute. Blutdruck 70 zu 40. Mein Gott, wir verlieren Sie. Der Blutdruck wird kritisch. Wir müssen etwas unternehmen. Was zum Teufel machen Sie, Doktor? Ich will das Ihnen auch nicht. Na bitte. Noch ein Hämatom. So ist es. Blutet es. Sieht ganz so aus. Wie konnten wir das nur auf dem Tomogramm übersehen? Das Hämatom hat die gleiche Dichte wie das übrige Hirngewebe. Alles wieder normal. Ihr Blutdruck hat sich stabilisiert. Gute Arbeit, Doktor. Ich übernehme wieder. Ich bin zwar nicht unfehlbar, aber ich kann immer noch zumachen. Warum fährst du nicht ein paar Tage weg? Dazu habe ich keine Lust. Warum soll ich mich allein in einem fremden Land langweilen? Ich habe in so vielen Ländern Geschäfte gemacht. Daran will ich nicht erinnert werden. Ich will nicht wie einer dieser altgewordenen Salonlöwen durch die Weltgeschichte laufen und vergangenen Tagen nachtrauern. Das ist nichts für mich. Dann versuch etwas anderes. Du hast genug Geld. Du kannst dein Leben neu gestalten. Das Geld ist für die Kinder. Die Kinder? Es ist genug da, um 10 Generationen wie Gott in Frankreich leben zu lassen. Nimm etwas davon und genieß das Leben. Das hatte ich versucht, als ich mich das erste Mal zurückzog. Ich habe Golf gespielt, mich massieren lassen. Ich habe gute und teure Zigarren geraucht. Und? Nach einer Woche wusste ich, das bringt mich um. Abgesehen von den Zigarren. Aber lieber schlage ich mich mit einem Kerl die Bar herum, als noch einmal Golf spielen zu müssen. Apropos Golf. Gehört uns noch der Country Club? Keine Ahnung, aber das könnte ich herauskriegen. Vielleicht gehören uns noch 1-2 Stühle. Oh, ich hatte nämlich gedacht, es wäre ganz nett, heute dort zu essen. Demütigend sich vorzustellen, die akzeptieren unsere Schicks nicht. Aber was redest du denn? Natürlich akzeptieren sie die. Wir müssen uns nur ausweisen und ein Empfehlungsschreiben des Finanzministers vorlegen. Was ist es für ein Gefühl, nicht mehr auf dem Olymp zu sitzen, sondern ein ganz normaler, sterblicher Mensch zu sein? Ich weiß nicht. Befreit vielleicht. Befreit? Ja. Ich wollte schon immer wissen, sind die Leute an mir oder an meinem Geld interessiert?
Jetzt wird es sich zeigen. Es ist nur noch Kleingeld da. Na, nicht ganz. Aber fast. So, überlegen wir mal. Womit beschäftigen sich arme Leute? Sie spielen Karten. Gewonnen. Aha, aber ich war gerade dran. Gewonnen. Timing. Denk daran, das hat mich zu dem gemacht, was ich heute darstelle. Timing. Alles im Leben ist Timing. Vielleicht erinnerst du dich. Ich verlor meine Unternehmen genau zu der Zeit, als ich sie am dringendsten nötig hatte. Oder die Schwierigkeiten mit Mason. Das Schlimmste war, dass ich Megan verlor, kaum dass wir uns gefunden hatten. Das ist Timing. Hör auf, das will ich nicht hören. So etwas darfst du nicht sagen und schon gar nicht heute. Es gibt doch nicht nur Schuld und Sühne in unserem Leben. Manchmal muss man sich in sein Schicksal fügen. Man meint ganz tief zu fallen, dann rappelt man sich wieder hoch, meistert sein Leben wieder neu. Aber das ist unwahrscheinlich. Ist es das? Ja. Weißt du was, ich habe noch nie so viel Allgemeinplätze nur von einer Frau gehört. Ich sehe, es scheint dir schon wieder besser zu gehen, denn du benimmst dich unmöglich. Komm, lass uns in unseren Schränken Ordnung schaffen. Die Welt bewirft uns mit Dreck und wir werfen zurück. Ich weiß was Besseres. Ich gehe noch etwas an die Luft und du schaffst inzwischen Ordnung. Wirklich? Mir ist jetzt so. Meine Sachen lass in Ruhe, das rate ich dir. Das graue Sportsakko fliegt als erstes raus. Nein, das mag ich besonders. Eigentlich auch nicht, ich weiß nicht. Wissen Sie schon Genaueres? Oh nein, Sie sind noch nicht fertig. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Wenn Sie in Gefahr wäre, hätte man Ihnen das schon gesagt. Also können Sie wohl ganz beruhigt sein. Sagen Sie mir das als Psychologin, damit ich mich besser fühle? Ich weiß nicht. Hilft es Ihnen denn? Möglicherweise. Sie versetzen mich in Erstaunen. Wie meinen Sie das? Immerhin sitze ich Ihrem Bruder im Nacken und Sie stehen hier und versuchen mich zu beruhigen. Wieso helfen Sie mir? Wieso tun Sie das? Tue ich was? Weshalb verfolgen Sie einen Unschuldigen? Ich mache nur meinen Job. Das weiß ich, aber sehr vieles spricht dafür, dass er es nicht getan hat. Auch wenn er eine Waffe oder ein Motiv hatte, beweist das überhaupt nichts. Die Wahrheit liegt oft viel tiefer. Mir reichen die Fakten. Ich kenne meinen Bruder gut. Wir sind zusammen aufgewachsen. Ich weiß noch genau, wie er als 10-Jähriger war. Er war ein sehr ruhiger Junge. Er war sehr stark. Er ist nie so frech wie andere Jungs gewesen. Es gibt eine Geschichte. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Ein Junge wollte mich verprügeln. Er war auf mich böse, weil ich schneller laufen konnte. Michael ging es nicht nur darum, mich zu verteidigen. Er fühlte alles genauso wie ich. Er konnte schon als kleiner Junge Ungerechtigkeiten einfach nicht ertragen. Er ist immer so gewesen. Deshalb war es keine Überraschung, als er beschloss, Polizist zu werden und dann später Priester. Ich weiß, dass er ein Mensch ist, der vollkommen unfähig ist, irgendjemanden anzulügen. Er würde nie auf die Idee kommen, einem anderen etwas Schlechtes zu wünschen. Michael ist immer noch ein gläubiger Mensch. Er glaubt an Werte, von denen ich schon als Teenager überhaupt nichts mehr wissen wollte. Und deswegen liebe ich ihn so sehr. Spielst du den sterbenden Schwan? Ich hab dir gesagt, dass ich nicht mehr reden will. Überleg dir das. In den nächsten 2 Stunden wirst du nämlich um dein Leben reden müssen. Was muss ich deiner Meinung nach tun? Dem Tod wie ein Held ins Auge blicken? Nein, du sollst dich wie ein Held verteidigen. Du bist die Verteidigerin. Ich kann einfach nicht mehr. Willst du aufgeben? Was soll das?
Ja, und ich meine das auch absolut ernst. Ich kämpfe nicht. Wie findest du das? Ich kämpfe auch nicht. Gut. Fantastisch. Was willst du eigentlich, Michael? Kannst du mir das sagen? Du willst wissen, was ich will? Gar nichts. Ich will nichts. Ich würde gern alles wieder rückgängig machen. Ich wünschte, Leo Mitchell wäre durch einen Autounfall getötet worden. Ich wünschte, dass ich Jamie nicht erschossen hätte. Ja, und ich wünschte, Laura würde wieder gesund werden. Ich will diesen Albtraum endlich wieder loswerden. Das ist, was ich mir wünsche. Du hast noch einen zweiten Wunsch frei. Ich will eine Gerichtsverhandlung, von der in den Nachrichten berichtet wird. Ja, das wird dir nützlich sein. Wie geht es ihr? Ihr Zustand ist stabil. Ich hasse Ihre medizinischen Formulierungen. Was bedeutet das? Die Blutung ist gestoppt und das Hämatom ausgeräumt. Wird sie gesund? Wir können eine Prognose erst wagen, wenn sie wieder bei Bewusstsein ist. Wie lange wird das dauern? Sagen Sie es mir. Oder wissen Sie es nicht? Das Beste wäre, Sie würden erst mal ruhiger werden. In den nächsten 48 Stunden wird es sich entscheiden. Gehen Sie lieber so lange nach Hause und warten Sie dort. Und genau das kann ich nicht. Richtig. Sie sind sehr beschäftigt dieser Tage, Mr. Asher. Ich kämpfe da drin, um das Leben Ihrer Frau zu retten, während Sie darauf aus sind, meinen Sohn auf den elektrischen Stuhl zu bringen. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich die Ironie dieser Situation nicht zu würdigen weiß. Dr. Bark in den OP. Dr. Bark, bitte. Ist es gleich soweit? Ja, Sie haben noch 5 Minuten. Hallo. Zeit. Können Sie rein? Hallo. Also, ja. Ich finde, so jemand gehört ins Gefängnis. Sie fühlen sich jetzt wahrscheinlich genauso unwohl wie ich, aber da Michael uns beide braucht, sollten wir wenigstens versuchen, uns wie Erwachsene zu benehmen. Sie haben recht. Ich würde Ihnen dennoch gerne etwas sagen. Es tut mir leid, was letztens passiert ist. Ich habe Sachen gesagt, die man nicht sagen sollte. Nein, Celeste, ist schon gut. Für mich gilt dasselbe. Und, schmuggeln wir eine Feile im Kuchen rein? Ja, das habe ich schon versucht. Ich rede mir immer ein, es wird sich für Michael alles zum Guten wenden. Ich bin eigentlich völlig sicher. Nur diese Anspannung, die macht mich fertig. Ja, das Gefühl kenne ich. Sollten wir eher so tun, als gäbe es diese zentnerschwere Last für uns überhaupt nicht? Vielleicht. Okay, reden wir von der anderen zentnerschweren Last. Ich traf heute Scott. Tatsächlich? Ja, ich sage Ihnen das, weil ich weiß, dass Sie das interessiert und Sie ohnehin fragen würden. Und, geht es ihm gut? Ist alles in Ordnung? Ja, scheinbar geht es ihm gut. Fänden Sie es unsensibel und egoistisch, wenn ich Sie jetzt fragen würde, ob er irgendetwas über mich oder über uns beide gesagt hat? Nein. Aber ich würde Ihnen raten, zu ihm zu gehen und ihn das selber zu fragen. Ich habe schon einmal den Fehler gemacht, mich einzumischen und habe mich damit zwischen die Stühle gesetzt. Wissen Sie, meine Gefühle für Sie und Scott sind so unglaublich kompliziert, dass es für mich das Beste wäre, wenn ich mich da völlig raushalte. Ja, ich verstehe Sie gut. Danke. Sie treffen ihn drüben im Krankenhaus an, falls Sie ihn sehen wollen. Ich denke, das hat noch Zeit. Erst das eine, dann das andere. Stimmt doch, oder nicht? Ja, ganz richtig. Okay, egal was passiert, wir gehen sofort in die Offensive. Haben Sie verstanden? Mein Sohn? Ich wollte dir nur sagen, falls du irgendetwas brauchst, ich helfe dir. Danke, Dad. Wie ist die Operation verlaufen? Als ich das Krankenhaus verließ, war sie noch auf der Intensivstation, aber die Operation war ein Erfolg. Wann wacht sie auf? Das kann ich leider noch nicht so genau sagen. Warten wir es ab. Ich
werde Ihnen jetzt kurz sagen, wie das Ganze ablaufen wird. Der Richter überprüft zunächst die Aussagen, die Sie gemacht haben. Geben Sie freiwillig keine Informationen und antworten Sie nur auf die Fragen, die Ihnen gestellt werden. Ich kenne die Prozedur. Ich bin Polizist. Sagen Sie mir lieber, wo Escher ist. Ich bin hier. Was ist denn los? Wo steckt denn Castillo? Entschuldigung. Würden Sie jetzt so nett sein und gehen? Sind Sie die Nachtschwester? Nein, aber ich arbeite noch eine Weile. Das ist gut. Ich bin Inspektor Castillo von der hiesigen Polizei. Ich würde Sie bitten, mich sofort zu informieren, wenn Mrs. Escher aufgewacht ist. Das müssen Sie wohl erst mit dem Chefarzt klären und mit Mr. Escher. Ich werde gar nichts klären, denn die Frau ist eine wichtige Zeugin in einem Mordfall. Ich werde bewaffnete Männer vor die Tür stellen, wenn es sich als nötig erweist. Ist das klar? Danke. Geben Sie das weiter. Diese alten Telefonrechnungen brauchst du doch nicht mehr, oder doch? Sissi? Richtig so, denn unter deinen Füßen befindet sich schwarzes Gold. Es ist nichts weiter als Schmiere und das Gold existiert nur in deiner Fantasie. Aber nein, ich weiß es ganz genau, heute ist der große Tag. Ja, 4 Monate denkst du das schon. Meinst du nicht, du solltest langsam aufgeben? Sissi Capwell wird nicht aufgeben. Was ist nun, heiraten wir oder nicht? Was haben denn heiraten und eine Ölquelle miteinander zu tun? Was denkst du denn, wovon ich eine Frau und 16 Kinder ernähren soll? Was? Willst du etwa keine Kinder? Doch, Kinder schon, aber keinen Sohn. Was ist das? Ich werde... Was ist das für ein Krach? Ich weiß es auch nicht, aber los, drück Sissi? Mir die Daumen. Drück mir Wo die Daumen! Wo läufst du denn bloß hin? Ich wäre verrückt. Ich hatte doch keine hast Ahnung. Du hast gesagt, Öl wäre eine schlechte Investition. Hast du das gesagt oder nicht? Bitte mach keinen Quatsch, komm mir okay, nicht zu nah. Hast du verstanden? Quatsch. Ich mach ernst. Ach, wo läufst du denn jetzt schon wieder hin? Ringe kaufen und eine ganze Entbindungsstation mieten. Reiß dich jetzt bitte zusammen. Du machst ja ein Gesicht, als ob du dem Bezirksstaatsanwalt gleich an die Gurgel springen möchtest. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich muss sagen, dafür, dass mir die Todesstrafe droht, bin ich in geradezu euphorischer Stimmung. Keine Angst. Sie werden dich über Laura ausfragen und du wirst die Geschichte mit Jamie erzählen müssen. Sie werden alles aus den letzten Jahren hervorholen. Ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Mir ist so, als wäre ich Meilen von hier entfernt. Ich weiß, bei Laura. Hauptsache, sie wird wieder gesund. Dann werde ich diese Farce auch noch durchstehen. Erheben Sie sich! Zur Verhandlung kommt die Mordanklage gegen Michael Donnelly. Der vorsitzende Richter ist Randall Hardy. Sie können sich widersetzen. Julia Capwell für die Verteidigung des Angeklagten, Euer Ehren. Ethan Escher für die Anklage. Möchten Sie gleich den Anfang machen, Herr Staatsanwalt? Euer Ehren,
In der Nacht des 14. Juli dieses Jahres wurde Leo Mitchell umgebracht. Und wir haben Beweise, die uns zwingen, den Angeklagten Michael Donnelly zu verdächtigen, das Verbrechen begangen zu haben. Euer Ehren, dürfte ich Sie um das Wort... Sie haben gleich Gelegenheit, Frau Anwältin. Bitte unterbrechen Sie Mr. Escher nicht, bevor er mit seinen Ausführungen zu Ende ist. Euer Ehren, ich sehe mich veranlasst, den Herrn Staatsanwalt zu ersuchen, sich für befangen zu erklären. Kommt er dem nicht nach, würde ich Sie um Ausschluss bitten. Ein sehr ungewöhnlicher Antrag, Mrs. Capper. Das weiß ich, Euer Ehren, aber es ist so. Der Staatsanwalt hat persönliche Beziehungen zum Angeklagten und auch zu der Kronzeugin, die zufällig noch seine Frau ist. Dies ist mit außerordentlichen emotionalen Belastungen verbunden, wie wir gerade alle miterleben konnten. Mr. Escher ist offensichtlich nicht in der Lage, die nötige Aufmerksamkeit für diesen Prozess aufzubringen. Mr. Escher? Seine Frau wurde heute operiert. Sie liegt auf der Intensivstation. Mr. Escher, wollen Sie, dass wir das unter Ausschluss der Öffentlichkeit besprechen? Nein, es ist ganz in Ordnung so. Ich werde mich von dem Fall zurückziehen und die Staatsanwältin Atkins wird den Fall übernehmen. Was? Euer Ehren, ich würde Sie bitten, die Verhandlung um 24 Stunden zu verschieben. Ich muss mich in den Fall erst einlesen. Natürlich. Wir machen eine Pause und vertagen die Verhandlung auf morgen 15 Uhr. Erzählen Sie mir bitte. Konnte ich mir doch denken, dass du hier bist. Wenn dir die Gegenwart zu kompliziert erscheint, lässt du dich von der Zeitmaschine wieder in die Vergangenheit versetzen. Dieser alte Ölförderturm ist eines der wenigen Dinge, die uns geblieben sind. Weißt du noch, wie ich ihn aus dem Aktienpaket rausgehalten habe? Noch ganz genau. Das war, bevor die Aktien ins Bodenlose fielen. Das ist Timing. Oh, das kommt mir sehr bekannt vor. Hatten wir das nicht irgendwann schon mal? Du erinnerst dich aber auch an alles. Und ob ich mich erinnere, ich hänge an der Vergangenheit genauso wie du. Ach nein. Ach doch. Ziemlich deprimierend, dieser Ort. Geht's dir nicht so? Ich hasse es, wenn mir Erinnerung Schmerz bereitet und ich sie nicht aus meinem Kopf streichen kann. Schatten der Vergangenheit. Ja. Sieh sie dir an. Hm? Siehst du den dort? Das Gespenst von C.C. Capron. Dieser schreckliche große Egomane. Dieses unerträgliche, furchtbare Monster, in das ich so schrecklich verknallt war. Und genau hier. Der Schatten eines kleinen Küchens, das so unbedarft war und meinte, dieses schreckliche Öl würde ihr nun den ganzen Tag mit ihrem Geliebten zerstören. Du hast dich nur mit viel Mühe zu einem Picknick überreden lassen. Ich hätte eine Menge verpasst, wenn ich nicht hingegangen wäre. Es ist Schicksal gewesen, dass du in allen wichtigen Momenten meines Lebens an meiner Seite gestanden hast. Wenn es gut ging und auch wenn es mal nicht gut ging. Vielleicht liegen mir Picknicks. Jetzt werde ich verrückt. Vielleicht macht er sich wirklich Sorgen um Laura und hat Angst, dass sie nicht wieder gesund wird. Vielleicht will er gar nicht, dass sie wieder gesund wird. Was meinst du denn damit? Cruz hat mir erzählt, Laura hätte ihm etwas gesagt, bevor sie das Bewusstsein verloren hat. Ich kann mir schon denken, was sie ihm verraten hat. Dürfte ich es auch wissen, denn vielleicht muss ich mir eine neue Strategie ausdenken. Wenn Ethan Escher wirklich Leo Mitchell getötet hat, bitte lass mich ausreden. Laura wollte mir in der Nacht auf dem Boot etwas sagen. Es muss sehr wichtig gewesen sein, das weiß ich. Angenommen, es hat mit Ethan etwas zu tun. Es kann doch sein, dass sie ihm gesagt hat, sie könne es nicht länger mit ihrem Gewissen vereinbaren, für ihn falsch auszusagen. Dann wird er doch einsehen, dass er so schnell es geht aus der Stadt verschwinden sollte. Ich denke, dass alles viel einfacher ist. Er ist mit der Kronzeugin verheiratet und unabhängig von deinen Vermutungen ist eines klar, dass man ihn früher oder später für befangen erklären würde. Und da hat er lieber selbst die Initiative ergriffen.
Verstehst du? Das macht einen hochmoralischen Eindruck und ist effektvoll. Das wiederum kann nur seine Position stärken. Er mag den Fall zwar offiziell nicht länger vertreten, aber ich garantiere dir, in dem Spiel ist seine Frau nicht mehr als eine Marionette. Was suchen Sie hier zum Teufel? Warten Sie bitte draußen im Flur, Michael. Mitkomm. Na, mach schon. Suchen Sie was Bestimmtes? Was meinen Sie? Wonach suche ich wohl? Ich sehe mir die Akten über Mitchell an. Daran hätten Sie etwas eher denken sollen. Sie sind eben von dem Fall zurückgetreten. Ich wollte auch nur noch einmal die Akten durchgehen, um zu sehen, ob ich Mrs. Atkins noch einen Hinweis geben kann. Ach, kommen Sie, Sie führen doch irgendwas im Schilde. Ersparen Sie uns besser den Ärger. Können Sie nie aufhören, Cruz? Nein, nicht, wenn ein Leben auf dem Spiel steht. Aber ich kann es. Haben Sie sich deswegen von dem Fall zurückgezogen, ja? Nein, es geht besser ohne mich. Man hätte mich sowieso ausgeschlossen. Das klingt ja völlig anders als das, was Sie letzte Woche sagten. Was geht in Ihrem Kopf Sie vor? Sie vergessen scheinbar, dass meine Frau zurzeit ohne Bewusstsein im Krankenhaus liegt. Es tut mir leid, ich kann nicht. Ich kann nicht nur untätig dasitzen und reden. Cruz. Im Krankenhaus hielten Sie mir ständig irgendwelche Vorschriften unter die Nase. Sie behaupteten tatsächlich, dass Sie mich nicht zu meiner Frau lassen dürfen. Nicht eher, bis sie wieder das Bewusstsein erlangt hat. Ich meine, das geht nicht, das können Sie doch nicht tun. Es ist das Recht eines Ehemannes, bei seiner Frau zu sein, wenn sie die Augen öffnet. Ihre Augen? Oder den Mund vielleicht? Danke. Gehen Sie jetzt zu Laura? Haben Sie sich schon bei ihr bedankt? Ich hoffe, es hat sich für Sie gelohnt, sie so zu quälen. Hauptsache, Sie konnten Ihren Hals retten.